Hallo, ich bin der Olaf von Klimaexpert Klimatrend und heute erkläre ich den Unterschied zwischen einem Splittgerät und einem Monogerät. Ein Monogerät ist einheitlich, Mono, Einzel, und da sind zwei Ventilatoren. Der eine Ventilator, der schleudert den Kaltluft in den Warmventilator, der schleudert den Warmluft, den Kondensat nach außen. Ein Splittgerät ist zwei Teile. Ein Teil intern und ein Teil extern. Extern ist der Ventilator, der entfernt die Wärme und das Kondensat. Das Vorteil natürlich ist, der ist deutlich leiser und der ist ungefähr 20-25% mehr effizient von der Energie her, weil er braucht nicht so viel Energie, das Wärme aus dem Raum rauszutragen. Und deswegen ist ein Splittgerät ein deutlicher Vorteil. Nur, man muss die Voraussetzungen dafür haben. Und in dem Fall, man braucht eine Außenfläche, weil das ist hier eine Attika-Wohnung. Und das heißt, wir haben eine Stellfläche draußen, ein Balkon oder eine Fensteranlehne, wo wir kann den Außenteil anhängen. Und jetzt hören wir gleich das Lautstärkeunterschied. 37 dB gegen 54 dB. Und das war schon ein Unterschied.